da bin ich schon wieder mit unserem zweiten Video. Wir haben ein Tauschpaket gemacht, zusammen mit Michelle, Checo und Kira. Den Link zu ihrem YouTube-Kanal verlinke ich euch wieder unten. Sie wird dann auch das Paketchen zeigen, was wir geschickt haben. Wir haben ein ganz interessantes Paket bekommen. Zeigt euch das mal. Es ist hochsicherheitsmäßig verklebt. Überall steht drauf Vorsicht Glas und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was drin ist. Die Hunde finden es auf jeden Fall auch interessant, schnaufen die ganze Zeit schon rum am Paket. Ja, dann willst du mitgucken? Gut. Wir schneiden es dann mal auf. Dazu muss ich allerdings erstmal finden, wo. Ich glaube, hier geht's. Ich will ja nichts kaputt. Sag du noch mal, du kannst das nicht ordentlich einpacken. Ich finde das cool. Ich glaube, unser Postbote hat auch sehr interessiert geguckt. Also geliefert ist das Ganze worden abends um 7:30. Ich dachte, alle Zustellungsboten sind um 7:30 schon lange wieder zu Hause. Hermes nicht. Das möchte nicht ganz so, wie ich das möchte. Ich sage ja, Hochsicherheitstrakt für was auch immer drin ist. Jetzt habe ich es verstanden, das Ding hat oben eine Klappe. Wie wir sehen, wir eine Menge Zeitungspapier. Ich packe es jetzt mal vorsichtig aus. Ein Zeitungspapier. Zwei Zeitungspapier, drei Zeitungspapier und vier Zeitungspapier, fünf Zeitungspapier, Bierle hat Spaß, sechs Zeitungspapier, noch mehr. Okay, es ist gemein. Wir haben schon lange das erste Teil gesehen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ob ihr wisst, was es ist. Ich weiß es. Das ist ein Hula-Hoop-Reifen, den man auseinanderbauen und wieder zusammenstecken kann. Das ist total praktisch, weil Hula-Hoops nehmen wirklich irgendwie viel Platz weg. Irgendwie passen sie nie irgendwo hin. Die sind total klasse. Ich habe auch schon so einen. Finde das sehr cool, dass ich jetzt einen zweiten habe. Da kann man nämlich auch lustige andere Sachen draus bauen. Zeige ich euch mal in einem Video. Die muss man nämlich nicht nur als Hula-Hoop zusammen machen. Da kann man auch Halbkreise draus machen und Wellen. Und kleine Hunde können da echt viel mitmachen. Sehr, sehr cool. Okay, jetzt muss ich auspacken. Sehr lieb. Für Hundestars. Sehr niedlich, das sind kleine Snacks. Nennt sich Star Snack Chicken Mini. Genau das Richtige für meine Mäuse. Sind so kleine Dreiecke. Machen wir direkt mal auf. Bielle turnt hier vorne rum, die hole ich euch ins Bild. Mal auf. Super. Kannst du einen Hasen machen dafür? Klasse. Prima. Die Honey liegt so ein bisschen auf der Seite. Ich mag jetzt die Kamera nicht umstellen. Hat es aber auch sofort verschlungen. Sehr, sehr lecker. Die Hunde finden es total klasse. Honey hat jetzt das Zeitungspapier entdeckt. Wird da wahrscheinlich jetzt ein bisschen drin rumwühlen. Das nächste Päckchen. Anni, das stört jetzt ein bisschen. Komm mal her. Mal rauf. So, setz dich hin. Belohnung mit Hühnchengeschmack. Michelle hat übrigens eine total schöne Schrift, wie ich finde. Ah ja. Das sind so Sticks. Die kennen wir, die nehme ich immer total gerne mit mittwochs, wenn wir mit den Hunden schwimmen gehen. Weil die nicht bröseln, man sie schön klein machen kann und die Hunde im Wasser beim Schwimmen aber auch abbeißen können davon.
Geht total super, haben wir gerne. Dankeschön, total toll. Was braucht das Raubtierhund? Fleisch. Hannis Nase wird schon lang. Das sind die Premiere Pure Meaties in Lamm. Sehr lecker, stehen die Hunde total drauf. Benutzen wir gerne fürs Training. Kann man gut klein schneiden. Sind absolut klasse. Super, Michelle. Bis jetzt bin ich hochbegeistert. Ich hoffe, du freust dich über unser Paket genauso. Ich glaube, so hübsch habe ich das nicht eingepackt, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mein Liebling für den Spaziergang, keine Krümel. Ich weiß, was drin ist. Eine Leckerli-Tube mit Lachs. Meine Mäuse mögen die Lachscreme definitiv lieber als die Leberwurst aus der Tube. Super getroffen, klasse. Wozu ich die immer verwende, ist, Elfe muss ja morgens Tabletten nehmen. Und die Kleinen hatten alle drei jetzt ihre Impfungen. Danach gibt es bei uns immer eine Schwermetallausleitung. Auch die Tabletten nehmen sie nicht wirklich gerne so. Und die gebe ich immer mit Lachspaste. Funktioniert total klasse. Weiter geht's. Das ist aber eine Menge drin. Alpenglück. Sind da jetzt Schafe drin? Oh, sehr cool. Carnello Alpenglück, Geschmacksrichtung Wild. Reines Wildfleisch, schonend getrocknet, für empfindliche Hunde, ideal zum Training oder unterwegs. Bin ich sehr gespannt. Ich mache jetzt nicht alles auf. Das können Sie dann in den nächsten Tagen probieren. Wird Ihnen garantiert schmecken. Weiter geht's. Belohnung mit Käse. Da wird wahrscheinlich jetzt gleich die Honey wild. Denn Hannis absolute Lieblingsbelohnung ist alles, was mit Käse zu tun hat. Ob das jetzt purer Käse ist oder Käse-Leckerlis, allgemein aber auch Milchprodukte. Chico Mini Huhn mit Käse hatten wir übrigens auch noch nicht. Interessant, habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich kenne zwar die Marke und auch die kleinen Leckerlis davon, aber nicht mit Käse. Kommt bestimmt total gut an. Jetzt habe ich ihn auch gefunden. Den Brief dazu. Hallo liebe Britta, ich freue mich sehr darüber, dass wir dieses Tauschpaket machen und ich hoffe, das Paket ist unbeschadet bei dir angekommen. Ich freue mich schon sehr auf dein Paket und das Auspacken. Ich hoffe, dass ich mit den Sachen, die ich dir geschickt habe, deinen und natürlich den Geschmack deiner Hunde getroffen habe. Ganz, ganz sicher. Es ist auch etwas Selbstgebackenes dabei und ich bin schon sehr gespannt, was deine Süßen dazu sagen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Auspacken. Liebe Grüße, Michelle, Mitscheko und Kira. Danke, Kira. Wäre schön, wenn ich den als erstes gefunden hätte. Habe ich aber nicht. Also die Hunde sind sicherlich schon total begeistert. Wir machen da mal weiter. Leckerlis für die brave Hundemama. Ich ahne, dass da Schokolade drin ist. Da ist Schokolade drin. Oh, sehr cool. Feine Bitterschokolade mit Orange und feine Bitterschokolade mit ganz, ganz viel Schokolade, ganz, ganz dunkle. Das ist super klasse. Habe ich dir das gesagt, dass ich total gerne herbe Schokolade esse? Ich kann mich gar nicht drin erinnern, aber hast du voll mit dem Schwarze getroffen. Jetzt ist da was eingepackt in Zeitungspapier. Ah, deshalb stand vor sich Glas drauf. Das ist ja sehr niedlich. Das sind dann sicherlich die selbstgebackenen Leckerlis. Oder ist ein Zettel drin?
Kekse, Inhaltsstoffe, Thunfisch mit Öl, Karotten, Zucchini, Kartoffelflocken, Wasser. Hey, das ist das Video, was du vor ein paar Tagen eingestellt hast, wo du die gebacken hast. Ja, sehr klasse. Bin ich sehr gespannt. Sekunde. Also ganz ehrlich, die würde ich, glaube ich, auch selber essen. Jelle? Ja. Kauen ginge auch, nur schlucken reicht scheinbar. Schmeckt. Sehr gut, Zucker. Und weiter geht's. Kiras Lieblinge beim Training. Premiere Training Mini. Sehr cool. Kennen wir auch noch nicht. Werden wir dann genauso ausprobieren. Sind super schön klein. Klasse. Das nimmt überhaupt kein Ende und mir schlafen gerade die Beine ein. So. Mein Freund meinte, das muss ins Paket. Beim Öffnen wirst du dann merken, warum. Natürlich, da ist ein Papillon drauf. Der Witz an der Sache ist, auf den Nassfutterdosen von dieser Marke ist die Honey. Ich glaube, jetzt ist sie seit diesem Jahr nicht mehr drauf. Die haben also jetzt eine neue Verpackung. Aber die 3 Jahre davor war die Honey auf den Nassfutterdosen von Premiere Best Meat. Das ist total lustig. Ich kaufe die Sachen immer, auch wenn jetzt ein anderer Papillon drauf ist. Ist irgendwie, man ist da rassistisch, glaube ich. Wo Papillon drauf ist, das muss ich kaufen. Das müssen sie essen. Ich hoffe, die Größe passt. Das hoffe ich jetzt auch. Ich weiß ja noch nicht, was drin ist. Oh ja. Ja, ja. Das ist dann mal. Ups. Ich schmeiß da hinter mir schon alles runter. Ein Jelle-Spieli. Ein Jelle-Spieli. Ein Jelle-Spieli. Yeah. Kommt gut an. Super gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt das letzte aus dem Papier. Was denn? Zeitungspapier? Und nochmal Zeitungspapier. Vegetarische Belohnung. Mini Dentinos. Das ist total lustig. Die kenne ich auch noch nicht. Extra kleine Stücke. Wo ist denn hier Deutsch? Ah, extra kleine Mini-Dentinos, besonders geeignet als Belohnung bei Ausbildung und Training. Zusammensetzung Reis, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse und Algen. Und das Witzige an den Dingern ist, die sehen aus wie Zähne. Deshalb halt auch Dentinos, sollen wohl auch die Zähne etwas putzen, denke ich. Da bin ich jetzt gespannt. Bei vegetarischen Sachen sind die Mädels oft nicht ganz so begeistert. Doch, sind gut. Jelle auch probieren. Komm mal durch. Mal auf. Jelle nimmt es mal mit. Ne, wird schon auf dem Weg gegessen. Die sind also scheinbar echt gut. Cool. Trixi, müsste es bei uns eigentlich auch geben. Habe ich noch nicht gesehen. Komm rauf. Super. Das war unser super cooles Tauschpaket von Michelle, Checo und Kira. Wir freuen uns jetzt auf das Video, das die Michelle dann macht, wenn sie unser Paketchen auspackt. Ich hoffe, ihr gefallen unsere Sachen genauso gut. Die Mädels freuen sich sicherlich ein Popo ab über all die leckeren Trainingssnacks und Kausachen. Ich freue mich heute Abend auf die Schokolade und sage ein ganz, ganz liebes Danke
dir, Michelle, und natürlich auch Jack und Kira, die sicherlich fleißig mit ausgesucht haben. Und wir sehen uns.